Antibiotika sind unverzichtbar für die Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten, etwa bei Blutvergiftungen oder Lungenentzündungen. Sie sind ebenfalls unersetzlich für den Schutz von Patienten vor Infektionen als Folge medizinischer Eingriffe, zum Beispiel im Rahmen von Krebstherapien, Transplantationen oder Operationen. Diese Errungenschaften sind jetzt in Gefahr. Immer mehr bakterielle Erreger sind resistent gegen ein oder sogar mehrere Antibiotika. Infektionen mit multiresistenten Keimen können nur noch unter größten Anstrengungen oder gar nicht mehr behandelt werden. Es bräuchte also dringend neue wirksame Antibiotika. Doch in den letzten Jahrzehnten stagniert die Entwicklung neuer Wirkstoffe. Der zunächst erfolgreiche Ansatz, Antibiotika unter künstlichen Laborbedingungen zu entwickeln, hat sich erschöpft. In unserem nationalen Forschungsschwerpunkt Antiresist setzen wir beim Patienten an. Hier bestehen ganz andere Bedingungen als im Labor. Entsprechend verhalten sich Bakterien teilweise völlig anders. Daraus ergeben sich Angriffspunkte für neuartige Antibiotika. Unser Forschungsansatz beginnt und endet im Patienten. Hier bedarf es einer engen Zusammenarbeit von Ärzten und Biologen. Nachdem Gewebeproben infizierter Patienten entnommen wurden, werden diese vom Spital ins Labor gebracht. Dort untersuchen wir die Proben mit Hilfe modernster, hochsensitiver Analysemethoden. Die hierbei gewonnenen Ergebnisse werden dann für die Entwicklung von Gewebekulturmodellen genutzt, die die Verhältnisse im Patientengewebe möglichst genau simulieren. 4 Erreger von weltweiter Bedeutung stehen im Zentrum unserer Untersuchungen. Anhand spezifischer Biomarker werden für jeden dieser Keime geeignete menschliche Gewebekulturmodelle entwickelt. Diese bilden das Infektionsgeschehen im Patienten im Labor realitätsgetreu nach. In einem nächsten Schritt entwickeln Bioingenieure die von den Biologen etablierten Gewebekulturmodelle für die spezifischen Bedürfnisse der Wirkstoffentwicklung weiter. Hierbei werden die Prozesse miniaturisiert und parallelisiert. Dies ermöglicht dann ein automatisiertes Screening chemischer Bibliotheken als einem ersten Schritt der Wirkstoffentwicklung. Der Forschungsplatz Schweiz bietet ideale Voraussetzungen für dieses ambitionierte interdisziplinäre Forschungsprojekt. Hierbei nimmt Basel eine Zentrumsfunktion ein. Mediziner am Universitätsspital, Biologen am Biozentrum der Universität Basel und Bioingenieure der ETH sind direkte Nachbarn und können somit eng zusammenarbeiten. Die Umsetzung der Erkenntnisse in die Antibiotikaentwicklung erfolgt dann in direkter Interaktion mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und global agierenden Pharmafirmen. Unser Projekt zielt darauf ab, einen Paradigmenwechsel in der Antibiotikaforschung zu bewirken. Wir erwarten fundamental neuartige Wirkmechanismen zu entdecken und so zur Entwicklung innovativer Antibiotika beizutragen.